Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung, und willkommen zu Varo 4 mit dem Sarazar. Hallöchen auch von mir. Oh Mann, das wird ein Abenteuer hier. Vom Minecraft-Noob, ey, der arme Sturmi, dass der mit mir spielen muss, der Kerl. Aber jetzt geht's gleich los in 15 Sekunden, 10 Sekunden. Boah, oh, oh. So die Spannung steigt. Wir haben eine kleine Taktik, aber wir wissen nix. Mega viele Leute dabei und in 5 Sekunden 4. Ich muss mich bereit sein, damit ich mich auch schnell aus dem Loch ausbuddeln. Eins, go. So, jetzt geht's los. Und. Und zack. Bist du raus? Ich bin raus. Nice, bin raus. Nice, zack. Nice, ja, nice. Mann, nice. Ja, und leck. Oh mein Gott, die rennen alle in dieselbe Richtung. Es ist richtig spannend, voll viele Leute dabei hier. Und ich renne einfach nur dem Sturm hier hinterher. Okay, da ist noch so ein Giga. Ich sollte nicht so viel springen. Kev on the Vive. Pass auf, die fangen direkt an zu craften. Komm mit. Wir rennen erstmal weg. Springen, ich bin dabei. Ich bin hinter dir, Junge. Ich bin hinter dir. Du rückst es hin. Ich krieg's hin. Oh mein Gott, das ist die Hochspannung. So, ja, zack, mega geil. Einmal rum. Zack, zack. Weiter. Nicht so viel springen, Ding an dein Essen. Das ja, ich weiß, ist schon ein bisschen weg. Aber ja, zwei Würstchen sind bei mir auch schon weg, sozusagen. Wir müssen weiter. Aber es scheint hinter uns keiner zu sein gerade, also der Start. Ja, noch weiter trotzdem. Ja, wir machen weiter auf jeden Fall. Guck mal, hier habe ich was gelernt vom Sturmi, wie man aufholt, so unter den Bäumen. Richtig, so, lang okay, hüpfen. Gut. Jetzt mal hier schnell craften. Craften, okay. Schon mal sneaken dabei, also Shift drücken. Ja, damit wir nicht zu sehen sind. Okay, ich verstehe. Genau. Ich guck mal gerade hinter uns, aber es scheint nichts zu sein. Ja, momentan außer ein kleines Schwein. Ja, worum geht's in Varo Hunger Games sozusagen, um es mal abzukürzen? Ganz viele Teams, A2-Spieler kämpfen gegeneinander, wer als letzter überlebt, gewinnt. Das ist in Minecraft und das ist sozusagen Minecraft Special. Ja, weil normal spiele ich ja kein Minecraft und das ist jetzt auch echt mal so eine Ausnahme wegen Sturmi. Der hat mich ja vor kurzem gefragt, ob wir das nicht mal zusammen zocken wollen. Hast mich da reingeholt, du arme Sau. So, warte. Okay, warte. Ich mach mal gar nichts gerade, ich halte mal gerade Ausschau. Schwert. Jo, nehme ich, zack. Bist da am Start. Okay, gut. Los geht's jetzt hier, zack. Beine kurz für Essen. Ich hol auch Schweine. Warte, aber immer in Sichtbleite bleiben, also nicht, dass irgendwas passiert. Ich sehe dich noch, hinterm Gebüsch gut versteckt. Super. Da bist du. Okay, sollen wir weiterziehen? Super. Weil hier ist ja noch nicht safe, machen, oder? Warte, die... Oh, da ist der erste draufgegangen. Skate 702 wurde von Let's Phil getötet. Der erste Tod. Mal was. Und der geht nicht an mich, das ist ja Wahnsinn. Ja, irgendwie haben wir uns momentan noch eine gute Route gesucht. Also wie gesagt, wir werden ja alle irgendwann wieder vor gekickt. Ja, ich muss auch schon mal leider ein bisschen essen. Ja, das ist gut, dass du sagst. Oh, jetzt hat sich mit dem Essen geprügelt. Okay, ich brauche noch mehr Essen langsam. Weiter. Wir sollten also die Schweine mitnehmen, die auf dem Weg sind. Die sollten wir echt alle... Und Schnecken. Alles, ja, wie gesagt, das ist dieser Hardcore-Modus. Wir haben ja davor nur so ein bisschen für uns noch trainieren können. Brauchst du noch Essen? Ja, ich habe gar keins hier. Bekommen. Okay. Ja. Ich habe überhaupt nichts gekriegt. Ah doch, jetzt habe ich. Okay, geil. Okay. Läuft. Ja, alles Server gut. Ist manchmal hier ist noch ein bisschen Essen. Session ein bisschen schwieriger. Mitnehmen. Genau, zack, einmal so da rein. Immer weiter arbeiten, immer weiter vorarbeiten, Distanz aufbauen. Jetzt müssen wir langsam mal gucken. Hier ist eine Höhle, perfekt. Da können wir uns in den Untergrund begeben. Ich sehe jetzt auch gerade keinen in unserer umliegenden Region. Das passt super. Oder nimm noch, wir brauchen noch ein bisschen Holz. Kommst du an Holz nochmal da oben? Ja, ich habe noch ein bisschen Holz. Ich habe 4 Stück. Ach, du hast sogar noch ein bisschen? Ja, ich habe aufgehoben. Ja, warte, die droppe ich dir rüber. Du kannst ja hier. Super. Ja, super. Hast du? Perfekt, super. Ja. Ich halte hier Wache in der Zeit. Schauen wir mal. Super. Oh, was ist das denn für eine tolle Blume? Kaputt. eine tolle Blume. Voll im Game, so entspannter Start. Machst du mir auch eine Spitzhacke oder soll ich noch was Holz farmen? Ich mach dir jetzt erstmal ein Steinschwert. Ja, okay, das super. Das ist, glaube ich, das Beste, falls was passiert gleich. Ja. Immer schön sneaken, ne? Ja, okay. Immer schön sneaken. Damit man den Namen nicht sieht. Richtig. Weil man, wenn man geduckt geht, den Namen nicht sieht. Okay, so, der Sturmi. Warte, einmal für dich. Das sind Sticks, oder? Nee, du hast ein Schwert jetzt. Ein Steinschwert, okay. Okay, genau. Das lege ich mir direkt auf die 1. Da wurde mir nämlich in die Kommentare geschrieben, das Field of View habe ich jetzt nicht erhöht, Leute. Ja, haben mir zwar auch viele Leute in die Kommentare geschrieben, aber habe ich gedacht so, der Sturmi hat gesagt, nee, wenn du das nicht so kennst, dann solltest du es eher lassen. Also es macht natürlich Sinn, aber es ist halt Gewöhnungssache, und da du immer auf auch normal gespielt hast damals. Ja, ich habe ja fast nie gespielt, ja. Das genau, ist dann aber... Okay, weil dann, ich sollte mir eine Spitzhacke mal zahlen, aber wir haben jetzt kein Holz, ne? Soll ich noch was Holz holen? Ja, ich habe noch Holz. Ja, guck nochmal, ob du vielleicht ein bisschen Holz kommst. Ja, warte, dann du bleibst hier unten. Aber schön gesneakt bleiben dabei. Schön gesneakt bleiben, immer. Du kannst auch damit springen, wenn du gesneakt bist. Okay. Einfach die Taste gedrückt halten. Okay, erstmal rausgucken. Ist hier wer? Nee, hier scheint keiner zu sein. Ich harvest das jetzt mit dem Steinschwert einfach, ne? Aber macht keinen Unterschied. Ne, einfach das Steinschwert schön mal mitnehmen. Oh, Achievement, getting wood. Jo. Ich mache uns schon mal das Eisen hier ein bisschen raus und dann ein bisschen Kohle gleich. Kohle. Das ist Kohle. Stimmt, fast Gronk, ja, ne? Ja, wir sind übrigens das Team Hashtag fast Gronk, um es mal zu sagen, und der Teamname. Wenn ihr Bock habt, schaut auch mal beim Sturmi rein. Die Folgen sind ja auch bei allen anderen
Ne, da Diggi hat SK getötet, okay. Gut, okay. Dann werden wir uns... Ich habe ein bisschen Holz organisiert, warte, ich drop's hier rüber. Hier, guck mal. Warte, ich zack, gebe krass. Dir schon mal. Perfekt, die Spitzhacke perfekt. Nee, wäre jetzt vielleicht nicht schlecht. Genau, ich mach dir das mal. So, zack. Ich halte in der Zeit, Achtung, so. Du sneakst nicht. Ja, ich weiß, ich kann das nicht beim Craften, das geht leider nicht. Hier. Super geil, danke Sturmi, das ist sehr freundlich dann, von dir. Schon mal gerne ein bisschen Kohle abbauen und dann arbeiten wir uns mal weiter in die Höhle. Mein Schnitzel aus dem weggeworfen. Brauchen wir davor noch Essen? Nee, nicht unbedingt, ne? Nee, erstmal nicht. Also okay, dann gehe ich schon mal auf Kohle. Genau, ein bisschen auf Kohle. Dann auch wichtig, machen wir uns, ich mache hier schon mal eine kleine Höhle rein für uns, wo wir dann gleich runtergehen können. Ich habe irgendeine tolle Perle gefunden. Perle? Oh, richtig Kohle. Viel Kohle, Alter. Pass auf, sneaken. Ja, sneaken. Da ist ein Team, da ist ein anderes Team. Oh, oh. Pass auf. Ich verstecke mich hier in der Höhle. Das ist Vive und Kev. Die waren noch in dieselbe Richtung gerannt wie wir. Pass auf, nichts machen. Nichts bauen. Du sagst mir Bescheid, wann ich mich wieder wegbewegen kann. Warte. Komm hier rein. Warte, die kommen runter. Kommen wir rauf oder nicht rauf? Warte, noch nicht. Wenn Kev hier reinkommt, direkt schlagen. Okay. Also die sind jetzt eigentlich abgekapselt, eigentlich könnten wir auf Kev gehen. Ja? Sollen wir den umnehmen? Weiß ich nicht. Ja, es könnte noch ein bisschen zu schwierig werden. Also ich bin halt der Vollnoob, ne? Ja, deswegen, nichts machen. Kurz. Die wollen das jetzt halt abwarten. Warte da, er entsneakt auch schon wieder. Ist halt die Frage, wenn die jetzt hier runterkommen, müssen wir im Zweifelsfall irgendwie drauf gehen. Mhm. Obwohl, wenn die weiterziehen und nicht hier reingehen, vielleicht nur ein bisschen. Das ist halt jetzt alles noch taktisch. Also eigentlich könnten wir... Am besten wäre es, wenn wir jetzt hier wieder zugebaut hätten. Ja, aber bauen auf keinen Fall, weil das macht Geräusche. Mhm. Und deswegen müssen wir mal gucken. Spannend. Boah, jetzt haben wir natürlich super gute Sachen eigentlich. Ja, wir sind gar nicht mehr so schlecht gestartet. Weggehen sie nicht. Auf jeden Fall auf Schiff bleiben. Mhm. Bin die ganze Zeit gesneakt. Raussneaken macht auch nicht so groß Sinn. Mir tut schon der Finger weh. Mein Gott, mein armer Finger. Da müssen wir durch. Vollidiot, wer war das denn? Ich glaube, der Bruder von dem ist draufgegangen, deswegen. Aber wir könnten gleich auch drauf gehen, weil ich glaube, Kev und so, der ist auch schon nicht schlecht. Und dann noch Revive dazu, das könnte schon schwierig werden. Aber die beiden sind ans Sneak, die kommen nochmal. Mhm. Ja, die wollen hier unten, glaube ich, auch bleiben. Das ist das Ding. Pass auf, Revive könnte jetzt reinkommen. Okay, ich halte mich bereit. Pass auf, er baut jetzt hier ab. Pass auf, einer kommt jetzt hier rein. Kev kommt rein und... Pass auf. Komm rein, wir kommen. Die haben Lowground, aufpassen. Essen. Kev ist tot. Okay, dann holen wir uns den, komm. Kev ist tot, wo ist Evive? Das ist die Frage, wo ist Evive? Boah, geil. Evive, warte, der ist echt da reingedroppt. Okay, perfekt, Mann. Auch Steinschwert hat er. Was für ein geiler Start. Okay, boah, der Kev ist down. Der ist ein Creeper. Gut, schon mal mitgerackt. Creeper war das, glaube ich. Ne, warte hier unten. Geh jetzt nicht nach oben, Sturmi. Ja, aber irgendwo ist er noch. Ja, lass den lieber kommen. Ich halte Wache. Nee, der will nicht kommen. Der wird nicht kommen, auf keinen Fall. Ja, dann Fall. Scheiß drauf. Vielleicht hat er sich hier irgendwo eingebaut. Wir haben den Kev hier, der ist schicksalhaft gestorben. Wir haben die auch gut gehittet und dann ist der Kev in den Creeper rein. Okay, pass auf. Warte, der ist, glaube ich, hier hinter, oder? Warte, der ist hier hinter. Der, okay. der hat sich hier eingebaut. Der hat sich eingebaut. Wir können da hin. Okay, Alter. Warte, okay. Bist du bereit? Ja. Erstmal nur das oben aufmachen. Oh Gott. Wer weiß, wie weit er sich da eingebaut hat. Oh, warte, ja, das ist echt ein bisschen weit. Warte, ich muss auch mal ganz kurz Essen. Fackeln machen. Damit wir mal ein bisschen das was Essen sehen hier. Essen ist wieder voll. Oder hat er sich hochgebaut? Ich glaube, der hat sich sogar hochgebaut. Kann ich mir gut vorstellen bei dem. Der arme Kerl ist jetzt alleine. Aber das ist ein gnadenloses Spiel. Ne? Der hat sich definitiv hochgebaut. Ja, gut. Sollen wir drauf scheißen und hier die Höhle weitermachen lieber? Weil jetzt, können wir tun. Könnte auch ein bisschen Zeitverschwendung sein. Ja, auf jeden Fall. Weil der ist jetzt bestimmt eh schon über alle Berge im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, weiß ich nicht, ob er das unbedingt gemacht hat. Er wird halt sich jetzt nicht mit uns hier anlegen, denke ich. Okay, komm, ich gehe mal Kohle holen kurz hier. Zack. Ja, okay. Okay, ich halte lieber Wache, Alter. Bau du ab, ich halte Wache. Ja, ich bin aber auch noch bei Kohle und so unterwegs. Aber das ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Ich habe 7 Kohle, Alter. Und hier ist ja mega viel Kohle. Ich will das unbedingt aus Kevs Sicht sehen. Weißt du, diese Überraschung, wie er da einfach reinkommt um die Ecke und wir stehen da beide so. Jo, das geht. Ah, da haben wir... Ganz geil. Dank Sturmwaffels grandioser Strategie, da drin zu warten und zu hocken. Wirklich. Ja, und dann kommt der Peng-Moment. Ja, und es war auch spannend. Also da ging es schon los. Da habe ich schon gedacht, ist es jetzt schon vorbei, aber nee. Ja, ein bisschen Puls hat man, oder? Ja, auf jeden Fall, Alter. Ist ähnlich wie bei DayZ, so eine Spannung. Da hatte ich ja, obwohl da bin ich echt am meisten schwitzen geraten, ne. Gab, glaube ich, kein krasseres Spiel. Du hockst auch die ganze Zeit, ne? Ja, ich bin immer noch ein bisschen gierig darauf, den irgendwie noch so abzuschnitzeln. Weil so ganz zufrieden damit bin ich nicht. Ja, egal, eigentlich. Oh, da hast du gehört. Also die gehen aber nur los, wenn da jemand ist, ne? Das ist ja schon klar. Ja, das bedeutet, hier ist jemand. Vielleicht sollten wir uns mal hier einbuddeln und dann zumachen und dann uns hier ein unterirdisches Lager bauen, wo wir Eisen finden.
Weil das brauchen wir, theoretisch. Warte mal, sneaken. Oh, sorry. Nur gehört. Ich weiß nicht, ob er es nochmal riskieren will, einfach reinzukommen. Weißt du, um uns beide zu schnetzeln, so wenn wir nicht mehr drauf achten, weil wir nicht damit rechnen. Das kann auch jederzeit passieren. Halt. Dann baue ich mal wieder zu. Aber egal, ich weiß, was wir machen. Komm mal mit. Okay. Halt mal kurz Wache, bitte. Guck ich halte mal kurz, Wache. Ob jemand kommt oder nicht. Da oben flackert was. Was ist das? Was? Flackert? Da Licht flackern? Blitz. Okay. Es regnet gerade. Okay. Dafür die ersten ich Toten. Mit. Okay, ich folge dir. So. Und stell mich hier in den Gang. Genau. Warte, hast du Steine im Inventar oder ja, so? Ja, habe ich sieben dann Stück. Dann bau mal hinter uns zu. Ja, gute Idee. Genau. Mach mal zu. Ja, ich mach mal. Weil dann können wir das auf jeden Fall immer direkt sehen, wenn er, ja das ist egal, aber dann können wir es auf jeden Fall mal sehen, wenn er nachkommt, weißt du, dann sind wir direkt im Gang. So unterirdisch wird mein Name ja auch angezeigt dann, ne? Genau, also wenn du jetzt ansneakst, dann ist das immer noch so, aber wir können uns jetzt hier erstmal so ein bisschen. Alter, da ging es aber direkt schon in der ersten Folge los, ey. Hab ich, ne? Ich bin gespannt, wann wir mal runtergeworfen werden. Aber die Prognosen in der letzten Trainingsfolge war ja, ey, wir überleben nur eine Folge, wir haben es geschafft. Und die meisten haben gesagt, maximal 3 Folgen, wenn wir das schaffen, ne? Wäre es ja schon quasi ein Sieg. Wenn die, also genau, Kev dann halb mitgenommen, ist auf jeden Fall schon mal ein Sieg. Ja. Ja, den haben wir halt hart gehittet, ne? Also das war schon, dann ist er irgendwie in den Creeper gekommen. Ja, das war gar nicht so schlecht. Ja, dass wir da in diesem Loch zu zweit waren, da hatten wir natürlich die doppelte Schlagkraft, weil hier gibt es ja keinen Friendly Fire, das heißt, ich kann dem Sturmi keinen Schaden. Ich bin immer noch am Wache halten übrigens, weil... Ja, ist sehr gut. Auf jeden Fall einfach mal weiter nach hinten gucken. Ja. Ich werde jetzt auch mal hier so eine kleine Basis für uns machen. Ich mache hier nochmal zu, oder? Ja, gerne. Mach einfach mal weiter. Immer mal auch zuhören. Stigi ist tot! Nein, Stigi! Boah, es geht aber rapzap hier, ey. Sind schon viele gestorben jetzt, ne? Also wie gesagt, müssen wir zu erklären für die Leute, die es nicht kennen. Ganz kurz mal, wie gesagt, habe ich ja schon angesprochen, wie Hunger Games sowas in der Art. Kennt ihr ja den Film Tribute von Panem, Pipapo. Genau. Und, guck mal bitte nach hinten und hör mal. Sorry, ich tut mir leid, dass ich dir da so reinrede. Gar kein Problem. Immer. Sorry, genau. Einmal kurz dann. Ja, nee, sorry. Und Tribute das Ding von ist, Panem. Ja. Genau, Tribute von Panem. Und das Ding ist, oh, jetzt hat er 2 gebaut. Sehr schön. Ja, leider. Das Ding ist, also wir spielen halt mit ungefähr 60 oder über 60 Spielern, YouTubern hier auf dieser Karte. Und die sind halt in 2 Teams aufgeteilt und das letzte Team siegt. Hatte ich ja auch schon ganz kurz erklärt. Und es gibt halt nur ein Leben, ne? Es gibt nur ein Leben, wenn man stirbt, ist man raus aus dem Game. Und der Sturmi wäre dann beispielsweise, wenn ich sterbe, wäre der Sturmi noch dabei. Richtig. Ja, wäre so, ne? Ist ja, kann man ja so sagen. Aber wenn der Sturmi stirbt, wäre ich allein und das passiert hoffentlich niemals. Weil ich bin, glaube ich, der schlechteste, weil ich spiele ja sonst kein Minecraft, der schlechteste Spieler. Ja, der Sturmi und ich, wir haben zwar nicht ein bisschen geübt. Ja, ich habe diese unglaublichen Übungsfolgen gesehen. Ja, und jetzt probieren wir es halt mit ein bisschen Strategie hier, wegen ein paar Folgen zu übernehmen. Ach, wird schon schief gehen. Ja, mal sehen, Alter. Auf jeden Fall vielen Dank an dich, dass ihr so überhaupt so einen Kackboon mitnimmst. Und ich finde das super lustig. Ja, wie ist es dazu gekommen, ne? Wie ist es dazu gekommen? Oh, Holly LP, Minecraft-Expert, der ist doch der Über. Ja, Expert und Stegi raus. What the fuck, ey? What the fuck, ey? Das in der ersten Folge, Stegspert in der ersten Folge, nach dem Ankündigungsvideo. Eieieiei. Okay, ich mache hier oben mal wieder zu, diesmal mit Erde. Ja, läuft. So. Gut. Also im Prinzip hört man es ja auch schon, wenn er sich abbauen, wenn er was abbauen würde. Ja, ja, wir haben jetzt so viele Schichten dazwischen. Soll ich mal hier weiter buddeln gerade? Ein bisschen gerne, ein ja. Bisschen Stein. Hast du Kohle vielleicht auch? Ja, 17 Stück, Alter. Echt? Boah, ja, ich habe doch geharvestet nebenbei hier. Guck mal, ich werfe dir die alle rüber hier. Ich mach uns beiden, bleib erstmal kurz stehen. Du kriegst jetzt von mir ein Eisenschwert, das liegt hier. Nice. Jetzt kann ja nichts mehr schief gehen. Dann gebe ich uns, oder mache ich uns auch erstmal schon gleich ein bisschen Eisenrüstung. Wir müssen halt später einmal vielleicht essen wollen, aber ich bin noch voll. Du? Wie viele Schnitzel hast du noch? Ich bin auch gerade voll. Ich brate uns jetzt gleich auch welche. Ich habe noch 2, dann kann ich dir die geben zum Braten. Sofort, weil ich mache jetzt auch sofort eine Chest. Dann hast du auch schon eine Eisenchest in der ersten Folge. Das kann man auch mega, machen. Mega geil, ey. So, hast du? Ja, Eisenchest, perfekt. Alter. Wir sind, das läuft doch wie am Schnürchen gerade. Ganz gut. Hast ja, also, du Eisen vielleicht noch gehabt? Oh, ich bin nicht mehr geduckt gewesen. Hast du Eisen vielleicht noch gehabt? Leider not. Ich habe noch kein Eisen gefunden, aber weißt du was, dafür sorge ich jetzt hier. Ich sollte weiter trotzdem sneaky bleiben, auch wenn wir so weit hinten sind, ne? Ja, genau, auf jeden Fall. Umso weiter nach unten, umso schwieriger ist es halt, gefunden zu werden. Ja, klar. Und deswegen gehen wir jetzt einfach nochmal ein bisschen weiter nach unten, unter die Erde, und dann wird es auch eigentlich echt immer ein bisschen entspannter. Und ich habe super viel Essen von Kev noch bekommen. Ich habe 25 ungebratene Steaks. Ja, geil. Alter, Megahöhle.
Megahöhle. Hier sind Durchgang. Sehr gut aufpassen. Vorsicht. Oh. Ungeheuern jetzt. Die sind wirklich sehr, sehr stark. Boah, das ist wirklich. Oh. Okay, so, hier gibt es ganz viel Kohle. Genau, Kohle, super wichtig gerade noch. Ja. Lass uns das erstmal im Hinterkopf behalten mit der Höhle. Dann mache ich hier nochmal zu. Genau, und jetzt lieber mal die mega viel Kohle nehmen. Mega viel, das ist eine richtige Kohleader. Genau, das ist eine Kohleader. Nice. Kohleader, ja, das ist aus dem Altgriechischen. Oh, 15 Sekunden, dann ist die Folge auch schon wieder vorbei und dann geht es morgen weiter. Einbauen, warte. 12 Uhr? Kurz am Ende, so, okay. Einbauen, damit nicht uns irgendwas überrascht. So, genau, morgen geht's weiter, 12 Uhr, du hast recht. Jo, ciao. Tschüss. Und warte, gekickt werden müssen wir noch, alles squeezen und jetzt rausfliegen. Das und war's. Perfekt, gut. Mit der ersten Folge. Mann, was für eine Hochspannung. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann morgen um 12 Uhr wieder. Und schaut auch, wie gesagt, auch mal mit Sturmi rein, könnt ihr das aus einer anderen Perspektive sehen und bei all den anderen auch, wenn ihr Bock habt. Ja, ist geil. Geiler Und beim Kev. Und beim Kev, da schauen wir auch mal rein. Der arme Kev. Sorry, Kev, ey. Sorry, es geht hier Kev. Um die Wurst, ey. Wir mögen dich trotzdem. Liebe. Liebe. Ciao.